Hallo von mir allerseits. Ich freue mich sehr, dass die OGSA bzw. ihr Vorstand entschieden hat, Intersektionalität ins Zentrum des Forums zu stellen und damit ja auch als Thema, als Querschnittsthema für die soziale Arbeit in Österreich zu empfehlen, hoffe ich zumindest. Intersektionalität ist wahrscheinlich ein Thema, mit dem viele von hier recht gut vertraut sind und sich fragen, wozu brauche ich jetzt noch mal eine Einführung in Intersektionalität. Viele werden aber auch im Raum sein, die den Begriff kennen, aber nicht so richtig wissen, wie sie ihn eigentlich inhaltlich ausfüllen müssen. Und ich hoffe, dass auch viele dabei sind, die gespannt darauf sind, was es mit diesem Begriff auf sich hat, weil sie gar nichts darunter assoziieren können. Ich hoffe, dass es trotzdem für alle, also das war für mich die Herausforderung, den Vortrag jetzt so zu gestalten, dass der sowohl eine Einführung leistet in das Thema Intersektionalität, als aber auch ein Stück weit in die Tiefe geht und vielleicht präzisiert, warum Intersektionalität für die soziale Arbeit relevant sein könnte. Also ich hoffe, dass sich die erste Gruppe nicht langweilt und die letzte Gruppe mit einem guten Einblick in das Thema von hier weggeht. Ich hoffe aber für alle, dass Sie sich von meinem Vortrag über Intersektionalität für Ihre Arbeit in der sozialen Arbeit, egal ob Forschung, Lehre oder Praxis, inspirieren lassen und dass Intersektionalität vielleicht künftig Ihre soziale Arbeit verändert. Denn genau das ist die Idee von Intersektionalität. Ich will mal kurz einen Überblick geben. Ich werde zunächst das Thema kurz umreißen, dass man so einen kleinen Überblick hat, was Intersektionalität eigentlich ist. Dann auf die Entwicklungsgeschichte eingehen, wie dieses Konzept überhaupt entstanden ist. Denn dadurch wird hoffentlich auch klar, welche Geschichte sich mit diesem Begriff verbindet, wo das politische Potenzial dieses Konzeptes herkommt und wie man dieses politische Potenzial auch beibehält. Falls auch in Österreich Intersektionalität zu einer Fast-Traveling-Theory wird, also zu einem Modebegriff, ähnlich wie Diversität oder Mainstreaming, Gender-Mainstreaming, dass man also zusieht, oder Diversity vor allem, genau, dass das politische Potenzial erhalten bleibt. Ich werde dann theoretisch ein bisschen in die Tiefe gehen und die Kategorien und Ebenen von Intersektionalität erläutern und schließlich anhand von Forschung und Praxis in der Intersektionalität das hoffentlich ein bisschen konkretisieren können, wie man mit Intersektionalität oder wie man intersektional in der sozialen Arbeit forscht, lehrt und praktiziert. Was also ist Intersektionalität? Sie kann verstanden werden als Analyseinstrument, das die Komplexität von Differenzverhältnissen, die als Machtverhältnisse figuriert sind, verstehen lässt. Es geht also um soziale Ungleichheit, Herrschaftsverhältnisse, Machtverhältnisse und damit natürlich im Kern genau das, worum es in der sozialen Arbeit geht. Sie wird auf theoretischer, analytischer, empirischer und handlungspraktischer Ebene angewandt. Das heißt, sie ist also kein Gedankenspiel für die Theorie, für die hohe Theorie, sondern sie wird wirklich in allen Feldern, in denen auch die soziale Arbeit operiert, angewandt oder kann angewandt werden. Sie möchte eben alle zwischenmenschlichen Differenzverhältnisse berücksichtigen, die sich als Machtverhältnisse artikulieren, wie beispielsweise Gender, Rassekonstruktion, Kultur, Ethnizität, sexuelle Orientierung. Und diese Diversitätskategorien sind ja nahezu endlos. Das ist das berühmte ETC. Am Ende, hier unterscheidet sich Intersektionalität von anderen Konzepten, wie beispielsweise Diversity, da sie sich auf gesellschaftliche Strukturkategorien konzentriert, also Gender, Rassekonstruktion bzw. alles, was mit Kultur und kultureller, migrationsbedingter Differenz assoziiert ist, und Schichtverhältnisse. Sie analysiert diese Differenzverhältnisse dann aber nicht nur, wie das zuvor häufig der Fall war, nur entweder auf der personalen, individuellen Ebene, ja, als individuelle Lebenslagen, die dann beraten oder therapiert werden müssen, sondern sie guckt eben, und das unterscheidet sie auch von anderen vorgängigen Konzepten, sie guckt sie sich eben auch auf der sozialstrukturellen, also der institutionellen Ebene an und der symbolisch-repräsentativen Ebene. Das wären Diskurse, symbolische Ordnungen, Ideologien, Normen, Werte. Das heißt, Intersektionalität bedeutet nicht nur die Verwobenheit und die Interdependenz von Differenzkonstruktionen anzugucken, also dass ein Mann nicht nur ein Mann ist, sondern auch
heterosexuell, heteronormativ oder homosexuell sein kann, migrantisch markiert sein kann, eine Behinderung haben kann und dass das jeweils sein Mannsein verändert. Ja? Und sie guckt eben sich nicht nur diese Interdependenz an, sondern sie schaut sich diese Konstellation auch auf den verschiedenen Ebenen der gesellschaftlichen Verhältnisse an. Nicht nur individualisierend, sondern die Sozialstrukturen, die Institutionen und wie sie eben diese Differenzen, diese zwischenmenschlichen Differenzen mitunter als Machtverhältnisse hervorbringen, schaut sie sich an. Und sie geht darüber hinaus auch auf die repräsentative Ebene, die bisher Soziologie, Politikwissenschaften und so weiter vorbehalten war. Also sie guckt sich Wert-Norm-Strukturen einer jeweiligen Gesellschaft an, wie einzelne Markierungen in den Medien repräsentiert werden. Also wie werden Geflüchtete, wie werden Flüchtende seit 2015 beispielsweise in den Medien repräsentiert? Wie sind wir von einer Willkommenskultur in eine Hasskultur geraten? Und was bedeutet es für die jeweiligen Subjektivierungs- oder Sozialisierungsprozesse von Migrantinnen, aber auch nennen wir sie mal provokativ mit Kanak-Attack Bio-Österreicherinnen hier in diesem Kontext. Ja? So. Und schließlich, worum es dann eigentlich geht bei der Intersektionalität, ist befähigt zu werden, eben die Wechselwirkungen zwischen den Kategorien und den Ebenen auch analysieren und beschreiben zu können. Also, dass ich in der Lage bin, beispielsweise zu forschen verstehen zu können, wie es bestimmten Personen so schwer fällt, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, warum bestimmte Personengruppen in den Bildungsinstitutionen ganz bestimmte Marginalisierungserfahrungen machen und das eben sowohl auf der individuellen Ebene, Subjektebene beschreiben zu können, als auch auf der strukturellen und der symbolischen Ebene, auf der Ebene des kulturellen Symbolischen. Also beispielsweise, was bedeutet es für Musliminnen in Österreich unter Bedingungen des antimuslimischen Rassismus zu leben? Also welche Subjektivierungseffekte hat es? Wie ist gegebenenfalls ihre Hinwendung zur Religion zu verstehen, die Entscheidung, ein Kopftuch zu tragen? Ich kann dann damit analysieren, ob ich das als widerständige Strategie zu interpretieren habe oder eben anders. Genauso Überanpassungen etc. können so gut verstanden werden. Jetzt mögen sich manche unter Ihnen vielleicht fragen, wozu braucht es Intersektionalität? Haben wir nicht vorher schon gewusst, dass Männer eben nicht nur Männer sind, sondern auch andere Markierungen haben, die sie privilegieren oder diskriminieren in der Gesellschaft? Oder haben sich nicht schon lange beispielsweise Frauen in sozialistischen Kreisen dafür eingesetzt und gestritten, dass die Geschlechterverhältnisse nicht nur als Nebenwiderspruch behandelt werden, und haben nicht schon seit den 80er Jahren Lesben und jüdische Frauen beispielsweise die deutschsprachige Frauenbewegung aufgerüttelt und darauf hingewiesen, dass es sehr unterschiedliche Existenzweisen für Frauen gibt? Oder Menschen mit Behinderungen mussten immer dafür sorgen, dass ihre speziellen Lebenslagen, egal in welchen sozialen Bewegungen sie sich engagiert haben, mit berücksichtigt werden. Man denke nur an die Ebene von Sexualität, ja, wo Menschen mit Behinderungen sehr häufig vollkommen aus dem Blickfeld geraten. Aber all diese Auseinandersetzungen, die es vorher gab, die haben eben nicht zu nachhaltigen Veränderungen geführt. Sie waren wohl Wegbereiterinnen für das, was wir heute unter dem Begriff Intersektionalität bearbeiten, aber sie haben es nicht geschafft, es epistemologisch und theoretisch analytisch so umzusetzen, dass sich damit arbeiten lässt. Das andere, was die Intersektionalität im Vergleich zu vorgängigen Auseinandersetzungen leistet, ist, dass sie die Ausschließlichkeit von Kategorien eben überwindet. Also wir hatten vorher auch schon Publikationen, auf denen stand Race, Class, Gender oder Klassenverhältnisse und Geschlechterverhältnisse. Aber in solchen Sammelbänden haben wir in der Regel dann wirklich nur Artikel gefunden, die sich mit jeweils einer dieser Kategorien beschäftigt haben. Dieses ETC, ja, wurde nie theoretisiert, wurde nie epistemologisch bearbeitet. Intersektionalität überwindet auch die Vorstellung von additiver Diskriminierung. Ja, die Vorstellung von, als Frau werde ich sexistisch diskriminiert und wenn ich dann noch eine Behinderung habe, ist meine Diskriminierung quasi noch so und so viel Prozent höher. Und wenn ich dann noch rassistisch markiert bin, also nicht weiß bin, in weißen Dominanzkulturen, bin ich dann zusätzlich diskriminiert, als könnte man Diskriminierung additiv oder numerisch fassen. Kann man eben auch nicht. Intersektionalität macht deutlich, dass ich sehr wohl in bestimmten Zusammenhängen, beispielsweise an meiner Person, als Frau
diskriminiert bin, aber in anderen Zusammenhängen sehr wohl privilegiert bin. Ja, ich bin als Frau sexistisch diskriminiert. Gegenüber Migrantinnen bin ich in der Regel privilegiert. Ich kann sogar sagen, in manchen Zusammenhängen profitiere ich sogar von der Diskriminierung anderer Menschen. Also ich bin nicht das ultimative Opfer, nur weil ich Frau bin. Und das gilt es eben mit Intersektionalität sehr differenziert zu betrachten. Im Grunde genommen kennen wir das auch aus der sozialen Arbeit, beispielsweise offene Jugendarbeit. Jugendhäuser wurden ursprünglich nach ihrer Gründung in den 80er, 90er Jahren vielleicht ausschließlich von sogenannten einheimischen Jugendlichen frequentiert. Irgendwann bleiben die Mädchen weg und wir fragen uns, warum eigentlich? Haben sie die Jungs ausgegrenzt? Ja, irgendwie gab es da Machtverhältnisse oder sind die Burschen womöglich einfach bedürftiger, haben die soziale Arbeit nötiger vielleicht oder die Jugendarbeit? Dann tauchen vielleicht migrantische Jugendliche auf und die autochthonen Jugendlichen verschwinden und wir fragen uns, wie konnte das jetzt geschehen? Also gibt es da auch wieder Machtverhältnisse? Und oftmals, das erfahre ich oft in Forschungsprojekten, die wir derzeit so machen, beschweren sich die österreichischsprachigen, ja, erstsprachigen Jugendlichen beispielsweise auf dem Fußballplatz, dass sie dort diskriminiert werden, weil die Jungs da nur noch bosnisch reden. Ja? Und Intersektionalität macht eben deutlich, dass Menschen sehr wohl in bestimmten Mikrokosmen Diskriminierungserfahrungen machen, falls man die überhaupt so nennen will in diesem Beispiel, gesamtgesellschaftlich aber trotzdem absolut privilegiert sind. Ja, also Intersektionalität als Analyseinstrument erlaubt eben diese differenzierten Wechselwirkungen von Machtverhältnissen genau zu betrachten. Ehe ich jetzt detaillierter darauf eingehe, was es bedeutet, die Welt in ihrer intersektionalen Realität zu verstehen, will ich, wie gesagt, kurz auf die Entwicklungsgeschichte von diesem Konzept eingehen. Intersektionalität ist nicht aus einem theoretischen Gedankenspiel entstanden oder allein in der Wissenschaft, sondern aus Notwendigkeit. Ja? Notwendigkeit, Necessity ist das Schlüsselwort hier, worauf auch alle Akademikerinnen immer wieder hinweisen. Auch wenn Intersektionalität Anfang des 21. Jahrhunderts populär wurde, ist ihre Vorgeschichte wesentlich älter. Bereits 1851 stellte die afroamerikanische Sojourner Truth, die selbst noch in die Sklaverei hineingeboren war, dann eine wichtige öffentliche Rednerin für die Abschaffung der Sklaverei und der Emanzipation der Frauen zu werden, auf einer Frauenrechtskonvention in den USA ihren weißen Mitstreiterinnen die Frage "Ain't I a woman? Bin ich etwa keine Frau?" Die Feministinnen, überwiegend weiß, im Publikum hatten in ihrer Frauenbewegung die Situation schwarzer Frauen nicht mit berücksichtigt. Und die Analyse der Probleme von Frauen sowie die Forderungen und Zielsetzungen ihrer Bewegungen ausschließlich an der Situation weißer Mittelschichtsfrauen ausgerichtet. Und diese Position dann universalisiert. Und das ist genau das, was wir in vielen sozialen Bewegungen beobachten können, dass eigentlich eine ganz bestimmte Gruppe in den Fokus genommen wird und deren Perspektive universalisiert wird. Mit ihrer Frage, ob sie denn keine Frau sei, verdeutlichte Sojourner Truth den weißen Feministinnen, dass ihr Leben eben nicht nur durch Sexismus, sondern auch durch Rassismus geprägt ist. Und während die Frauen gemeinsam von Formen des Sexismus unterdrückt werden, trennt Rassismus weiße und nicht weiße und schwarze Frauen. Weiße Frauen profitieren sogar vom Rassismus. Truth stellte also damals bereits die Idee der universalen Schwesternschaft in Frage und verdeutlichte, dass es sehr widersprüchliche Entwürfe von Weiblichkeit gibt. Beispielsweise kämpften die weißen Frauen damals darum, arbeiten gehen zu dürfen und erwerbstätig sein zu können, während die schwarzen Frauen in der Sklaverei sowieso zum Arbeiten gezwungen wurden und auch danach nie das Privileg hatten, sich dem Müßiggang zu verschreiben. Bis heute kämpfen sehr viele Frauen immer noch für die Legalisierung von Abtreibung. Und auch das ist ein Thema, das sich zwischen verschiedenen kulturellen Markierungen und im Kontext des Rassismus sehr unterschiedlich gestaltet. Den nicht weißen Frauen wird weltweit eigentlich Mutterschaft sehr häufig eher erschwert. Also wir erleben im Westen auf jeden Fall sehr häufig, dass bei beispielsweise gynäkologischen Komplikationen nicht weiße Frauen viel häufiger in Richtung Sterilisation beraten werden als weiße Frauen. Also biopolitische Maßnahmen sind nach wie vor operativ. Knapp 130 Jahre nach Sojourner Truth machte die afroamerikanische und übrigens lesbische Feministin Audre Lorde,
nicht übrigens, es sind ganz viele schwarze, lesbische Feministinnen gewesen, die eigentlich diese ganze Intersektionalitätsdebatte angestoßen haben. Audre Lorde macht auf dieselbe intersektionale Ungleichheit aufmerksam, indem sie 1979 dem fast ausschließlich weißen Publikum eines akademischen Kongresses, wiederum ein feministischer, aufzeigt, wie die Karrieren von den weißen Frauen im Publikum davon abhängen, dass beispielsweise sie und andere nicht weiße Frauen ihre Kinder erziehen, ihre Alten pflegen und ihren Haushalt führen. Was den weißen Frauen und den Feministinnen, den Frauen, die Karriere machen, erspart, sich unangenehmen Auseinandersetzungen mit ihren meist weißen Männern über geschlechtsspezifische Arbeitsteilung zu liefern. Ja? Also auch das ist eine Situation, die natürlich arbeitsmarktpolitisch als Formation heute sehr virulent ist, wenn wir mal an diesen ganzen Care-Bereich denken, ja, der ist getränkt von der Intersektion Migration und Gender. Also diese Themen, ja, die jetzt irgendwie 150 Jahre alt sind, sind nicht gelöst worden. An eben dieser Schnittstelle Geschlechterverhältnisse und Rassismus entstand Intersektionalität. Neben Audre Lorde, Philomena Essett, Bell Hooks oder Patricia Hill Collins haben viele nicht weiße Frauen, vor allem Afroamerikanerinnen, den Rassismus als ein Problem im Feminismus thematisiert. Das erste programmatische Dokument von Intersektionalität wurde vom Combahee River Collective 1977, also Black Feminist Statement, veröffentlicht. Diese schwarzen Frauen und auch überwiegend lesbische Frauen haben also damals schon deutlich gemacht, dass es viel zu kurz greift, wenn man sie aus einer antirassistischen Perspektive oder aus einer feministischen Perspektive betrachtet und Lösungen für Problemlagen findet, sondern dass ihr Leben gleichermaßen von Homophobie, Klassismus, Rassismus und Sexismus geprägt ist und deswegen diese Machtverhältnisse und Diskriminierungsverhältnisse auch in ihrer Intersektion analysiert und bearbeitet werden müssen. Also ihr Leben wird geprägt von all diesen Systemen und zwar gleichermaßen. Und sie finden sich, wenn sie allein in der antirassistischen oder in der Frauenbewegung oder in der Lesben- und Schwulenbewegung tätig sind, machen sie immer wieder die Erfahrung, dass die Ziele, die formuliert werden, auf ihre eigenen Lebenslagen nicht wirklich passen. Es war schließlich die Rechtstheoretikerin Kimberly Crenshaw, die den Begriff Intersektionalität dann prägte. Und zwar mit einem Aufsatz über die Intersektion von Rassismus und Sexismus in den gängigen Antidiskriminierungspraktiken, die dominanten feministischen Theorien und Antirassismuspolitiken, weil sie allesamt versäumen, die Diskriminierungen zu erfassen, die eben an der Intersektion von Rassismus und Sexismus stattfinden. Sie veranschaulicht Intersektion mit dem Bild einer Straßenkreuzung. Diskriminierungen können also wie der Verkehr von unterschiedlichen Richtungen kommen und es können Fahrzeuge von unterschiedlichen Richtungen involviert sein. Und wenn dann eine Person eben an dieser Kreuzung, an dieser Intersektion steht, kann sie von Rassismus und Sexismus und anderen Diskriminierungsformen eben gleichzeitig getroffen werden. Und in dem Moment, wo diese Person etwas weiter geht und an eine andere Kreuzung kommt, wird sie möglicherweise von anderen Diskriminierungsverhältnissen getroffen. Und das ist die Idee von Intersektionalität. In ihrer Analyse des US-amerikanischen Antidiskriminierungsrechts verdeutlicht Crenshaw, dass dieses einer einseitigen Logik folgt und entweder sexistische Diskriminierung gemessen an der Erfahrung weißer Frauen und ihrer Lebenslagen verfolgt oder rassistische Diskriminierung, die normativ an männlichen Erfahrungen ausgerichtet ist. Dieses Problem wird übrigens bei einer Betrachtung des österreichischen Antidiskriminierungsgesetzes und seiner Politik als auch seiner Praxis von heute auch sehr deutlich. Ja? Also abgesehen davon, dass es immer für die Betroffenen sehr unklar ist, an welcher Stelle sie jetzt eigentlich ihre Beschwerden einreichen können und Unterstützung bekommen, ist das ganze Gesetz nach wie vor so ausgerichtet, dass es eigentlich immer nur bestimmte Formen der Diskriminierung berücksichtigen kann, aber nicht die verkreuzten intersektionalen Formen von Diskriminierung. Ja? Sexismus, Rassismus, Homophobie, also warum hat jetzt jemand eine Arbeitsstelle nicht bekommen oder warum ist jemandem gekündigt worden, ist meistens nicht komplex zu erfassen.
Bereits 1982 erschien ein Sammelband zu Black Women's Studies mit dem Titel All, also letztendlich haben sie nur den letzten Aspekt benutzt, But Some of Us Are Brave, und davor gehört All the Women Are White, All the Blacks Are Men, But Some of Us Are Brave. Und diese Mutigen, die haben letztendlich Intersektionalität begründet. Crenshaw macht darauf aufmerksam, dass selbst heute bei dieser Black Lives Matter Bewegung sehr häufig nur die schwarzen Männer, die durch Polizeigewalt in den USA umgekommen sind, in den Medien repräsentiert werden. Also dass meistens nur diese Fälle skandalisiert werden, während wir so gut wie nichts wissen über die vielen schwarzen Frauen, die durch weiße Polizeigewalt ermordet werden. Ja, also bis hin in diese widerständigen Bewegungen können wir beobachten, dass auch Diskriminierungsformen sehr normativ und hegemonial in ihrer Analyse ausgerichtet sind. Im deutschsprachigen Raum wurde Intersektionalität, ich habe es bereits erwähnt, im Prinzip auch schon viel länger thematisiert. Aber erst vor 13 Jahren geschah dies explizit mit Gudrun Axeli Knapps Aufsatz über Intersektionalität und in Folge ein von Cornelia Klinger, Gudrun Axeli Knapp und Birgit Sauer herausgegebenem Sammelband über die Achsen der Ungleichheit zum Verhältnis von Klasse, Geschlecht und Ethnizität. Und auf dieses Verhältnis kommt es jetzt eben an, ja, also dass man die Wechselwirkungen untersuchen kann. Seitdem sind sehr viele Arbeiten erschienen, also es wäre hier völlig unmöglich, alles zu zitieren, was inzwischen publiziert worden ist und auch populär geworden ist. Ich konzentriere mich jetzt mal auf ein Werk, das ich noch wichtig finde, und zwar Gabriele Winker und Nina Degeles Intersektionale Mehrebenenanalyse, weil aus meiner Perspektive zumindest das die erste Arbeit war, die es uns ermöglicht hat, in den angewandten Sozialwissenschaften intersektional zu forschen. Also es ist nicht nur eine Methodologie, sondern wirklich auch eine konkrete Methode, nach der man verfahren kann, um eben diese unterschiedlichen Kategorien und Ebenen gleichermaßen zu berücksichtigen. Also Winker und Degele haben meines Erachtens Intersektionalität wirklich greifbar, konkret und anwendbar gemacht. Und das hat vorher so ein bisschen gefehlt. Intersektionalität ist also eine Erfolgsgeschichte. Und Erfolgsgeschichten haben natürlich auch immer ihre Kehrseiten. Ich habe es vorher schon kurz erwähnt, wir haben auch bei dem Thema Gender- oder Geschlechterverhältnisse inzwischen die Situation, dass zwar überall das Binnen-I geführt wird, aber längst nicht diejenigen, die es benutzen, überhaupt verstehen, was genau damit gemeint ist. Also weder traditionelle Konzepte wie geschlechtsspezifische Sozialisation erläutern können und schon gar nicht möglicherweise dekonstruktivistisch mit Butlers Performativitätstheorie oder dieser Vorstellung von Doing Gender etwas anfangen können. Ist zumindest meine Erfahrung häufig auch mit Studierenden, ja, die das Binnen-I verwenden, das ja eh schon ein bisschen überholt ist und obsolet, dass sie das verwenden, aber nicht wirklich wissen, was sich hinter dieser Gender-Theorie eigentlich verbirgt oder wie sie zu nutzen wäre. Und dasselbe haben wir teilweise auch bei Diversity. Man sieht es bei vielen Organisationen, auch Einrichtungen der sozialen Arbeit, auf dem Titel stehen. Aber wenn man dann genau guckt, wie eigentlich gearbeitet wird, ist nicht immer so deutlich, dass dieses Konzept auch wirklich in die Praxis umgesetzt wird, ne? Also vielleicht gibt es noch Plakate, wo dann irgendwie Weiße und Schwarze und alle dazwischen, so, also ich sage es jetzt mal wirklich so plakativ, Phänotypen abgebildet werden, aber wenn man dann in die Organisation selber hineinschaut, sieht man, dass die Führungsetage weiß und männlich ist, und je tiefer man in der Gehaltsklasse kommt, desto, und vor allem wenn man dann in die Reinigungskraft-Ebene kommt, dann sieht man da überwiegend migrantische Frauen. Das sind dann auch Frauen mit Kopftuch sehr willkommen, während sie auf repräsentativen Positionen bedauerlicherweise sehr oft nicht besetzt werden und somit diskriminiert werden. Es ist also ganz, ganz wichtig, auch bei Intersektionalität das politische Potenzial nicht als Gepäck auf dem Bahnhof stehen zu lassen, sondern immer mitreißen zu lassen bei diesem schnellen Zug der Theorie der Intersektionalität. Es geht bei Intersektionalität im Kern um Macht- und Herrschaftskritik. Dass diese Geschichte so ein bisschen diffus ist, hat vielleicht aber auch damit zu tun, dass Intersektionalität den Anspruch hat, unglaublich viel
zu umfassen. Ich habe mal eine Definition herausgesucht von einem kürzlich veröffentlichten Buch von Patricia Hill Collins und Sirma Bilge. Die schreiben, Intersectionality is a way of understanding and analyzing the complexity in the world, in people and in human experiences. Intersektionalität soll also übersetzt befähigen, die Welt in ihrer ganzen Komplexität zu verstehen, in der die Menschen leben und Erfahrungen machen. Also ich meine, das ist sozusagen alles. Also ich könnte eigentlich alles, was ich in der sozialen Arbeit mache, unter diese Definition stecken. Also das Buch ist fantastisch, aber wenn man sich auch die Definition, die die beiden formuliert haben, anschaut, ja, fragt man sich, wodurch unterscheidet sich das eigentlich von anderen Konzepten wie Diversity, Social Justice oder sonst etwas? Wozu braucht es Intersektionalität? Deswegen will ich jetzt etwas genauer auf die Kategorien, auf die Differenzkategorien und später auf die Ebenen von Intersektionalität eingehen, damit vielleicht ein bisschen deutlicher wird, was Intersektionalität von anderen Konzepten unterscheidet. Als erstes geht es darum, bei den Kategorien von Intersektionalität eben das theoretische Paket, die Genealogie der Entwicklung der Auseinandersetzungen von Geschlechterverhältnissen, Feminismus, Queer-Feminismus und Gender-Theorie sowie Queer-Theory auch mit zu transportieren und zu realisieren. Also wir wissen, wer sich mit den Geschlechterverhältnissen und Gender Studies beschäftigt hat, dass es sich hierbei nicht um irgendwelche Identitätsmerkmale handelt, die angeboren und dann individuell auszugestalten wären. Nämlich bereits die zweite Welle der Frauenbewegung hat deutlich gemacht mit ihrem Slogan, dass das Persönliche politisch ist, 68er Jahre, dass das, was die Menschen auf der Ebene des Privaten, des Individuellen erfahren, absolut gesellschaftlich und politisch konstituiert ist. Ja, also die persönlichen Erfahrungen, die Menschen in der Gesellschaft machen, haben in der Regel sehr wenig mit ihren biografischen eigenen Entscheidungen zu tun, sondern damit, was ihr Kontext ihnen an Möglichkeiten zur Verfügung gestellt hat. Simone de Beauvoir wusste auch schon, dass man als Frau nicht geboren wird, sondern dazu gemacht wird. Und sozialisationstheoretische Ansätze haben schließlich aufgezeigt, wie das genau geschieht. Poststrukturalistisch-dekonstruktivistische Ansätze haben noch radikaler ab den 90er Jahren eben die Zweigeschlechtlichkeit gänzlich in Frage gestellt und die Kategorie Gender. Judith Butler als die prominenteste, vielleicht bekannteste, machte deutlich, dass das, was wir für Weiblichkeit oder Männlichkeit halten, eben performativ hervorgebracht wird, also ein Doing Gender ist. Sie verdeutlichte die Naturalisierungseffekte der Diskurse über Geschlecht und wie sie den Geschlechtskörper als etwas Vordiskursives, also etwas bereits, was imaginiert wird, als etwas bereits Gegebenes, überhaupt erzeugen. Was allerdings de facto natürlich genau in diesem Moment der Inauguration passiert. Sie macht es deutlich, das sind ihre populären Beispiele, in dem Akt der Eheschließung, ja, also ein Handlungs-, ein Sprechakt, wenn mit der Aussage, ich erkläre euch zu Mann und Frau. Denn genau in diesem Moment, ja, werden zwei Menschen zu komplementären Geschlechtern gemacht durch diesen Sprechakt. Ein anderer vor pränataler Diagnostik ist dieses Moment des Ausrufens, es ist ein Junge oder ein Mädchen nach einer Geburt. Heute obsolet, aber genau dieses Moment, so beschreibt sie, bringt natürlich ein Baby dann als Mädchen oder als Jungen hervor. Genau in dem Moment geht die ganze Spirale los mit rosa und hellblauen Kleidchen und Vorstellungen davon, wer auf Bäume klettert und wer weinen darf und wer Friseurin wird und wer Mechaniker oder Kanzler oder so. Bei der Kategorie Geschlecht handelt es sich um gesellschaftlich vorgegebene Normen, an die sich die Kinder dann anpassen müssen, um nicht in Schwierigkeiten zu geraten, wie Butler schreibt. Um intelligibel, das heißt lesbar und eben auch verständlich in einer Gesellschaft zu sein, das heißt ein Körper von Gewicht zu sein, der sprechen kann und der auch gehört wird. Ja, wir sind ja oftmals in der sozialen Arbeit dann diejenigen, die versuchen müssen, Menschen wieder Gehör zu verschaffen und ihre Subjektstandpunkte überhaupt gesellschaftlich sichtbar zu machen. Um eben intelligibel zu sein, unterwerfen wir uns den Normen. Butler hat durch ihre Auseinandersetzung mit Gender eine der Subjektivierungstheorien, also eine Theorie darüber, wie Menschen überhaupt zu dem werden, als was wir sie dann wahrnehmen, geschrieben, die weit über diese Kategorie hinaus Anwendung findet.
Und das ist eben auch das Interessante, weil Frauen- und Geschlechterforschung war im Grunde genommen in den 1990er Jahren mehr oder weniger tot. Also ich glaube, ich hätte kaum in der Zeit Gelder dafür erfolgreich beantragen können, ein Frauen- und Geschlechterforschungsinstitut an der Universität zu gründen oder Forschungsprojekte damit zu machen. Denn die Forderungen, die die Frauen- und Geschlechterforschung gestellt hat, schienen alle erfüllt. Juristisch haben wir quasi Gleichberechtigung. Praktisch alles andere als das. Praktisch sind patriarchale Strukturen, ist der Sexismus lebendig wie eh und je, zumindest jederzeit aus der Schublade zu holen, und er funktioniert immer noch gut. Und eigentlich im Grunde genommen erst mit dieser poststrukturalistischen Ebene von Gender bekam das Thema wieder neuen Aufwind, aber es wurde inhaltlich auch ganz anders gefüllt. Das heißt, wenn ich heute Projekte oder auch Publikationen habe, auf denen Gender steht, muss ich genau gucken, ob eigentlich auch Geschlecht dekonstruktiviert wird oder ob alter Wein mit neuen Schläuchen verkauft wird. Also ob letztendlich Postulate der Frauen- und Geschlechterforschung mit darin transportiert werden oder im Grunde genommen wieder nur geguckt wird, wie geht es den Mädchen, wie geht es den Jungs, wer verdient mehr, wer verdient weniger, und damit fertig bin mit meiner Analyse. Ja? Und das politische Potenzial letztendlich von Gender, nämlich die Dekonstruktion der Vorstellung überhaupt, es gäbe unterschiedliche Geschlechter und sie wären essentiell unterschiedlich und müssten auch unterschiedlich behandelt werden, das wird sehr häufig eben vergessen. Und ich plädiere dafür, bei Intersektionalität nicht dasselbe zu tun und einfach nur zu gucken, ja, jemand ist eben nicht nur dies, sondern auch jenes, und jetzt muss ich das eben in die Analyse mit einzubeziehen und fertig. Butler hat auch mit ihrer Gender-Theorie die Intersektion von Gender und Sexualität herausgearbeitet. Sie hat deutlich gemacht, dass wir generell, also dass illegitimerweise Gender und sexuelle Orientierung auf einer Ebene gesehen wird. Wir denken an einen Mann und glauben automatisch, dass er ein heterosexueller Mann ist, dessen Begehren auf den weiblichen Körper ausgerichtet ist. Und so funktionieren eben auch Intersektionen, nämlich interdependent, dass sehr häufig mit der einen Kategorie eine andere implizit in einer bestimmten Form mitgedacht wird. Und es gilt, diese Kategorien auch wieder zu trennen und in ihrer Einzelheit zu analysieren und konkret die Wechselwirkungen, die entstehen, zu analysieren. Queer Theory hat daran angeschlossen und beziehungsweise ist zeitgleich entstanden und populär geworden, und ich freue mich sehr darüber, dass wir wieder so einen Hype haben von Gender, Queer Theory und so weiter, und dass es vor allem auch innerhalb der Bevölkerung zu vielen sozialen Bewegungen im Zusammenhang mit diesem Thema kommt. Es gibt also keinen Wesenskern, von dem aus sich Geschlecht entfalten würde. Wir erwerben Geschlechternormen im Verlauf unserer Subjektivierung. Geschlecht ist eine Differenz als Verhältnis, und zwar ein Machtverhältnis. So, die nächste Kategorie wäre Rassismus, Ethnizität, Kultur. Gerade im deutschsprachigen Raum wird es leider sehr oft, kommt es zu so einer Konfluenz. Wir wissen gar nicht, worüber wir sprechen. Wir wollen den Begriff der Rasse nicht mehr in den Mund nehmen, weil er durch den Nationalsozialistischen mit diesem genozidalen Ausmaß wirklich zum Tabu-Denken wurde, in der Hoffnung, dass damit auch der Rassismus verschwindet. Das hat aber leider nicht funktioniert. Also wir sprechen zwar über Fremden- und Ausländerfeindlichkeit, de facto verbirgt sich dahinter aber Rassismus. Denn angegriffen werden nicht weiße Südafrikanerinnen in Österreich, sondern schwarze Österreicher, ja? Oder bosnische Österreicher, die hier geboren sind, die Deutsch reden und nicht Bosnisch. Ja, die werden aufgrund ihres Namens oder aufgrund ihres Akzents oder was auch immer diskriminiert. Das heißt, die Idee von Rasse ist nach wie vor sehr virulent und sorgt für Rassismus. Wenn ich das mal versuche zu definieren, Rasse ist die Vorstellung, es gäbe essentielle und unveränderbare Merkmale, die in den menschlichen Körper und seine Psyche eingeschrieben sind. Rasse ontologisiert also. Ja? Und Rassismus ist dann jedes Denken, Fühlen und Handeln, dem die Annahme von Rasse als aktivierendes oder organisierendes Prinzip zugrunde liegt. Rassismus ist also eine Aktivität, und zwar die des Rassisierens. Und genau das passiert sehr oft, wenn wir genauer hinschauen, was zum Beispiel bei Konzepten von Interkulturalität
Diversität, interkulturelle Kompetenz und so weiter praktiziert wird. Wohlgemerkt nicht alle, ne? Das ist inhaltlich jeweils individuell unterschiedlich ausgeführt, aber sehr häufig verbirgt sich eigentlich, also wenn man an der Oberfläche von Diskursen über Kultur oder Ethnizität kratzt, taucht sehr oft eigentlich die Rassekonstruktion drunter auf. Ethnizität ist ja so ein Konstrukt der sogenannten Völkerkunde und will homogene Gruppen beschreiben, die sich auf eine gemeinsame Abstammung beziehen. Das soll sich dann anhand ihrer kulturellen Praxis artikulieren. Und Kultur können wir definieren als System, das Dingen, Verhalten, Gefühlen und Vorstellungen Bedeutung zumisst, also ein Bedeutungssystem ist. Ja? Und wenn wir genau hinschauen, was passiert, wenn über Geflüchtete, Migrantinnen und so weiter geredet wird, ist eben sehr häufig nicht zu erläutern, zu beleuchten, welche Bedeutungssysteme da in der interkulturellen Kommunikation verhandelt werden müssen, sondern Menschen werden häufig homogenisiert und essentialisiert. Die Konstrukte sind also alle problematisch, aber am problematischsten ist natürlich die Rassekonstruktion, weil sie ontologisiert, also Qualitäten als Seinsqualitäten quasi wie so ein Wesenskern in die Menschen einschreibt. So, all diese Themen, die sind viel bearbeitet worden in der postkolonialen Theorie, in den Cultural Studies, in der Rassismuskritik, in den Critical Whiteness Studies, und es gilt eben, diese Denktraditionen auch mitzutransportieren, wenn ich intersektional arbeite. Die letzte Kategorie muss ich nicht groß erklären. Die soziale Arbeit ist genau im Nexus der kapitalistischen Produktionsverhältnisse entstanden. Es geht also um die Hervorbringung von Klassen, von Körpern, die ihre Arbeitskraft verkaufen, und der Frage, wie diese entlohnt wird und unter welchen Lebensbedingungen der Lohn die Arbeiterinnen dann eben leben lässt. Ja? Also Klasse schichtet die Menschen in der Gesellschaft und lässt sie, die einen, von dem Mehrwert der anderen profitieren. Feministische Marxistinnen haben aber auch schon lange deutlich gemacht, dass der Fabrikherr nicht nur vom Arbeiter profitiert, sondern der Arbeiter vor allem von der unbezahlten Arbeit seiner Frau profitiert, die eben die Kinder großzieht und seine Arbeitskraft und auch die der Kinder reproduziert. Also im Grunde genommen ist die Intersektion auch an der Stelle schon lange bekannt. Und auch Mütter, die erwerbstätig sind, mit ihrer doppelten Vergesellschaftung ist sozusagen auch schon ein Hinweis auf die Intersektionalität. So, hier unterscheidet sich jetzt aber Intersektionalität von anderen Konzepten wie Social Justice und vor allem Diversity. Denn bei Diversity, wie schon erwähnt, kann ich im Prinzip x-beliebige Differenzkategorien aufzählen. Die kann ich aber bei einer Forschung nicht mehr adäquat analysieren. Also ich kann unmöglich 20 verschiedene Differenzkategorien analytisch tiefgreifend mit berücksichtigen. Ja, es macht Sinn, sich auf die Strukturkategorien zu konzentrieren. Und das sind eben die Holy Trinity, Race, Class, Gender nach wie vor, auch in der Intersektionalität, weil jede Person ist dort irgendwie verortet oder für jede Person hat das mehr oder weniger Relevanz. So, jetzt möchte ich aber zur Intersektionalität in der Forschung der sozialen Arbeit kommen und skizziere einfach nur kurz, wie Winker und Degele konkret praktizieren. Also wie gesagt, sie betrachten eben die drei Ebenen auf jeden Fall, das Individuum als Mikroebene, die gesellschaftlichen Sozialstrukturen und das kulturelle Symbolische. Und können dadurch dann letztendlich auch eben diese Intersektionalität, die letztendlich eine soziale Praxis individueller Personen ausmacht, analysieren. Also die Kategorien und die Ebenen können jetzt in ihrer Verwobenheit und in ihrer Wechselwirkung erforscht werden. Also ich habe beispielsweise ein biografisch-narratives Interview oder eine Gruppen, also ich kann auch mit Gruppendiskussionen arbeiten, aber es muss verschriftlichte, es müssen verschriftlichte Daten sein. Also es muss ein Transkript sein, mit dem ich arbeite, und ich kann die jetzt in ihren Wechselwirkungen untersuchen. Also ich habe ein biografisch-narratives Interview mit einer Person, die als Frau subjektiviert wurde, die in Österreich aufgrund ihres Kopftuches und der Tatsache, dass sie aus Bosnien migriert ist, antimuslimischen Rassismus erfährt.
bin also, habe die Kategorie Rassismus, Kultur und ihre Bildungsleistung, dass sie Abitur hat, beispielsweise in Österreich nicht anerkannt wurde und sie schließlich seit vielen Jahren als Reinigungskraft tätig ist. Also die Schicht- und Klassenzugehörigkeit ist hier mit berücksichtigt. Jetzt interpretiere ich das aber nicht als individuelles Lebensschicksal und wie das eben häufig nach wie vor in der sozialen Arbeit passiert, in psychologisierender und individualisierender Weise, indem ich etwa feststelle, dass sie nicht genügend Resilienzen hatte und ihre Bildungsambitionen erfolgreich verfolgen konnte und darüber hinaus möglicherweise noch eurozentrische Emanzipationsvorstellungen einsetze als Normsätze und ihr Kopftuch ausschließlich als Zeichen patriarchaler kultureller Unterdrückung lese und damit letztendlich Macht- und Herrschaftsverhältnisse völlig ausblende. Vielmehr sehe ich ihre Narration als Intersektion gesellschaftlicher Verhältnisse und individuellen Wahrnehmens, Denkens und Handelns, kurzum als ihre soziale Praxis, also das, worum es im Kern geht. Ich analysiere ihre biografische Erzählung vor dem Hintergrund symbolischer Repräsentationen, etwa antimuslimischer Rassismus, den wir in den letzten Wahlen ja sehr deutlich vorgeführt bekommen haben, aber nach wie vor. Die Sozialstrukturen, also beispielsweise die Frage, warum trotzdem wir in der Gesetzgebung noch nicht so weit sind, Kopftücher zu verbieten, sie de facto mit dem Kopftuch trotzdem keine repräsentative Position in der Arbeitswelt bekommt. Und eben im Endeffekt dann, das ist jetzt auf der rechten Seite diese vertikalen Aspekte, ich kann dann letztendlich die Subjektivierungseffekte beschreiben, die aus diesen ganzen Intersektionen heraus resultieren. Ganz konkret machen Winker und Degele das dann eben in diesen Schritten, ne, dass man zunächst wirklich Identitätskonstruktionen, Subjektkonstruktionen beschreibt, die symbolischen Repräsentationen, die in einem Interview erwähnt werden, also dass die Frau beispielsweise erwähnt, dass sie, was weiß ich, dass ihre Kinder Diskussionen zu Hause begonnen haben aufgrund der Plakate, die sie während den Wahlen gelesen haben und sie sich fragen, haben sie eine Zukunft in diesem Land? Ich nehme die Bezüge zu den Sozialstrukturen auf, also welche Erfahrungen macht sie beim AMS, wie wird sie in ihrem Team behandelt und beschreibe letztendlich die Wechselwirkungen, ne, von diesen ganzen verschiedenen Ebenen. Und das wiederhole ich dann natürlich mit jedem Interview und kann zum Schluss sozusagen die ganze Gruppe, wie man das in der qualitativen Forschung natürlich auch macht, dass man nicht nur an einem Interview arbeitet, sondern mindestens an dreien, eher an zehn und vergleicht die dann miteinander und kann so ganz gut eine Mikroebene oder ein Mikrokosmos beschreiben. Komme ich aber schließlich in den letzten paar Minuten zur intersektionalen Praxis in der sozialen Arbeit. Hierzu wurde zugegeben, wesentlich weniger publiziert als in der Forschung mit Intersektionalität. Also es gibt sehr viele Publikationen, Katrin Schrader zum Beispiel über drogengebrauchende Sexarbeiterinnen, wo sehr deutlich wird, wie man intersektional eben bestimmte Situationen und Problemlagen von Menschen erforschen und beschreiben kann. Wie konkret es in die Praxis umzusetzen ist, ist weniger einfach und es gibt weniger dazu. Ich habe mich mal eine Praxis konzentriert, die von zwei israelischen Sozialarbeitswissenschaftlerinnen entwickelt wurde. Sie nennen das Positional Dialogues. Sie arbeiten also an einer Hochschule eben auch, bilden Sozialarbeitende aus und konzentrieren sich auf in diesem Projekt jetzt auf die Arbeit mit Teenagern in sehr deprivierten, also sehr ärmeren Stadtteilen. Und in Israel sind es sehr viele arabische Teenager. Sie konzentrieren sich auf weibliche Teenager, migrantische Personen, die aus unterschiedlichen Gründen in der Gesellschaft prekarisiert werden. Sie wollen mit den Teenagern ins Gespräch kommen und verwenden dazu unterschiedliche Methoden. Das kann Improvisationstheater, Collagen, Filme, Fotos sein, alles, was wir sonst auch nutzen, um mit Jugendlichen ins Gespräch zu kommen. Das sind alles weibliche Jugendliche. Und es findet statt in sogenannten Warm Houses. Das sind Einrichtungen der offenen Jugendarbeit, also zwischen Schule und zu Hause bekommen die da eben Freizeitangebote
Lernangebote etc. Sie diskutieren Themen wie Gender, Ethnizität, Klasse, Sexualität oder Arbeit, weil genau die im Alltag dieser Mädchen eine sehr zentrale Bedeutung haben. Die Mädchen erzählen in diesen Gruppendiskussionen dann beispielsweise von der Erfahrung häuslicher Gewalt, diskutieren ihre Geschlechterrollen, Vorstellungen, und die SozialarbeiterInnen intervenieren in diesen Gesprächen in der Art, dass sie beispielsweise traditionelle Geschlechterrollen in Frage stellen und damit die Ohnmacht der Mädchen gegenüber Gewalt, die vielleicht von ihren Vätern und Brüdern ausgeht, problematisieren. Ein Mädchen erzählt etwa, dass es zu Hause immer wieder passiert, dass sie von ihrem Vater und ihren Brüdern physisch gezüchtigt wird. Gleichzeitig stellt sich heraus, dass sie in ihrer Rolle als Mädchen und als Frau überhaupt gar keine Handlungsmöglichkeit in dieser Situation sieht. Die anderen Mädchen in der Gesprächsrunde sind empört über das, was sie da erzählt, und fragen neugierig nach: Ja, machst du denn da nichts? Was machst du denn, wenn der auf dich einprügelt? Du sitzt doch etwa nicht nur da? Und es entspinnt sich eine Diskussion, wo die anderen vielleicht über eigene Erfahrungen erzählen mit häuslicher Gewalt, dass sie sich wehren, dass sie schreien, dass sie zu den Nachbarn gehen. Und so entspinnt sich eine Diskussion darüber, dass man sehr wohl in dieser Vorstellung von ich bin einfach ohnmächtig, ich kann mich nicht wehren, Handlungsmöglichkeiten hat, und sie tauschen sich eben aus. Sie diskutieren dann natürlich auch darüber, wie es überhaupt dazu kommt, dass Männer in ihren Familien auf die Idee kommen, sie könnten ihre weiblichen Familienmitglieder derart behandeln. Ja, also wie kultivieren sie eigentlich diese Haltung, dass Gewalt okay ist innerhalb der Familie? Die Autorinnen rekurrieren hier auf Stephen Bikos, ein südafrikanischer Aktivist, Feststellung, dass die stärkste Waffe der Unterdrückung natürlich das Denken der Unterdrückten ist. Es geht also darum, hier beispielsweise mit den Mädchen das Politische im Privaten zu verstehen und ein soziopolitisches Bewusstsein für ihre Situation häuslicher Gewalt zu entwickeln. Und interessanterweise schreiben die Autorinnen, dass die Herausforderungen bei dieser Arbeit gar nicht so sehr bei den Mädchen selber liegen, sondern bei den Sozialarbeitenden. Und das wäre auch der Punkt, wo ich mit meiner eigenen Kritik daran anschließen wollte, beziehungsweise vielleicht ist es eher eine Erweiterung als eine Kritik. Denn viele von Ihnen könnten jetzt sagen, okay, was die da erzählt über Intersektionalität, das mache ich schon lange. Also ich bin mir der gesellschaftlichen Strukturen bewusst und ich versuche bewusstseinserweiternd oder bewusstseinsschaffend mit meinen Klientinnen zu arbeiten, versuche ihnen auch gesellschaftliche Strukturen deutlich zu machen. Ich bin ja selber eher in den Critical Whiteness Studies verortet und ich mache mit Studierenden immer wieder die Erfahrung, dass es sie absolut kalt erwischt, wenn ich beispielsweise provokative Sachen sage wie: In einer rassistischen Gesellschaft ist das normale Subjekt eine Rassistin oder ein Rassist. Das heißt, letztendlich machen uns die gesellschaftlichen rassistischen Strukturen alle, die wir davon profitieren, zu RassistInnen, ob wir wollen oder nicht. Denn auf der strukturellen Ebene, also auch wenn ich selber Amnesty International Mitglied bin und viele Dinge erzählen kann, die mich als Antirassistin oder so ausweisen, werde ich trotzdem niemals aufgrund meines Phänotyps abgelehnt, wenn ich eine Wohnung suche oder wenn ich einen Job suche. Oder ja, ich erlebe wohl Sexismus, aber das macht mich noch lange nicht zur Antirassistin, wobei auch dieser Begriff problematisch ist. Also ich kann mich eh nicht jenseits der rassistischen Strukturen stellen. Und so ist es natürlich auch für Sozialarbeitende, und das gilt für die meisten von uns, wenn wir uns mal im Raum umschauen, wir repräsentieren nicht die gesellschaftlichen Verhältnisse Österreichs. Ja? Wir sind überwiegend weiß und das heißt, wir profitieren überwiegend von den rassistischen Strukturen in Österreich. Und das ist für uns auch immer sehr, sehr schwierig, ja, die wir uns ja als Sozialarbeitende mit den Marginalisierten und Diskriminierten identifizieren und sie Unterstützung, uns dem Gedanken zu stellen, dass wir natürlich auch en gros von den diskriminierenden Strukturen der Gesellschaft profitieren, von der sozialen Unterschichtung durch Migrantinnen auf dem Arbeitsmarkt etc. etc. Also die Herausforderung dabei ist eigentlich vielmehr, sich der eigenen Positionierungen innerhalb von Machtstrukturen bewusst zu werden, wenn sie auch mit Privilegien und mit Profit einhergehen, und das zu thematisieren. Also wir sind meistens dann besonders brüskiert, wenn die migrantischen Jugendlichen beispielsweise zu uns sagen,
was willst du mir überhaupt erzählen, ja? Du steckst voller Kohle und glaubst jetzt, dass du irgendwie mir was dazu erzählen kannst, wie ich meine Lebenslage verbessere. Du hast keinen blassen Schimmer, wie mein Leben aussieht. Und de facto können die Studierenden, können Sozialarbeitende sehr häufig nicht wirklich was entgegnen. Das heißt, es ist auch, es gibt Widerstände auf Seiten der Sozialarbeitenden, eben die eigenen Privilegien überhaupt zu realisieren und aber auch eine Sprache zu finden, die das Reden über Armut, Ausgrenzung und Perspektivlosigkeit ermöglicht, ohne eben in eine therapeutische, psychologisierende Haltung abzugleiten. Das lernen wir ja auch häufig in der Ausbildung. Ne? Eine weitere Herausforderung besteht eben darin, die NutzerInnen als Wissende und ExpertInnen ihre Lebenssituation zu betrachten. Ja, das postulieren wir zwar immer wieder, aber wir praktizieren es eigentlich selten. Es fällt sehr schwer, mit den KlientInnen, die ja so bildungsfern sind und sich so schlecht artikulieren können mitunter, trotzdem so zu arbeiten, dass sie diejenigen sind, die eigentlich das meiste Wissen über ihre Lebenssituation haben. Also es ist sehr schwierig, jeweils Differenz zu thematisieren, die dazu führt, dass Menschen Diskriminierungserfahrungen zu machen, ohne diese Differenz dann wieder zu reproduzieren. Das ist eigentlich die größte Herausforderung, finde ich, auch bei Intersektionalität. Und jetzt hoffe ich, dass ich genug, dass Sie nicht mit Theorie totgequatscht habe, sondern dass wir ein paar Impulse haben, um über Intersektionalität in der Praxis der sozialen Arbeit zu diskutieren. Vielen Dank fürs Zuhören.